Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Bürgerhaus Munster zum vierten Video unserer Reihe Cocktails im Bürgerhaus. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich bin Miri. Ich werde euch heute durch dieses Video geleiten und wir beginnen ganz typisch mit unseren fünf Hygieneregeln. Ich hoffe, die könnt ihr alle schon im Schlaf. Und zwar erstens Haare zusammenbinden, zweitens Schmuck, also Armbänder und Ringe entfernen von euren Handgelenken und euren Fingern. Drittens einen sauberen Arbeitsbereich, viertens saubere Arbeitskleidung und fünftens Händewaschen nicht vergessen, denn wir arbeiten hier mit Lebensmitteln. Heute gibt es was, wie schon angekündigt, optisch sehr schönes fürs Auge. Wir machen einen Regenbogencocktail und dabei arbeiten wir mit verschiedenen Schichten und vor allem mit den verschiedenen Dichten unserer Zutaten. Und da wären wir auch gleich beim Thema. Wir brauchen heute Orangensaft als Basis. Für die bunte Farbe brauchen wir einmal Erdbeersirup und Blue Curaçao, wieder der alkoholfreie Sirup und einen großen Schluck Mineralwasser mit viel Kohlensäure, ist aber wichtig. Werkzeug brauchen wir einmal einen Messbecher bzw. einen Becher, wo ihr mindestens 200 ml Wasser reinkriegt. Wichtig ist dabei, dass ihr einen Art Ausschank habt. Das macht die Sache nachher wesentlich einfacher. Und dann einen Barlöffel bzw. könnt ihr auch einen langen Löffel dafür verwenden. Und optional benutze ich hier nochmal einen Tin & Tin, einen Boston Shaker. Das ist schon alles. Los geht's! Willkommen zur Perspektive, wo ihr mir genau auf die Finger schauen könnt. Ich habe die Zutaten schon bereitgestellt, also fangen wir gleich an. Ich nehme mir das Mixglas und fülle es zur Hälfte mit Eis. So, jetzt brauchen wir als Grundlage unseren Orangensaft. Da fülle ich das Glas auch in etwa gut drei Viertel voll. Das decken wir jetzt einmal ganz schnell durch. Ihr könnt das auch einfach nur verrühren. Es geht darum, dass der Orangensaft schön kühl ist. So, gar nicht zu lange. Dann schnappen wir uns auch schon gleich das Gästeglas. Geben unseren Orangensaft da rein. Jetzt kommen wir zur unteren Schicht, die wird rot mit dem Erdbeersirup. Dafür nehme ich mir den Barlöffel und lasse das am Barlöffel in den Cocktail einlaufen. Wie genau das mit dem Barlöffel funktioniert, seht ihr in unserem zweiten Video. Ich mache das jetzt so lange, bis der Boden schön rot geworden ist, so in etwa. So, den stellen wir jetzt erstmal wieder an die Seite. Jetzt schnappen wir uns unseren Messbecher. Da kommen etwa 120 ml Wasser erstmal rein. Wir werden vermutlich nicht alles davon brauchen. Dann ein kleiner Schluck Blue Curaçao für die Farbe. Wichtig ist dabei, dass wir gleich Kohlensäure beim Umrühren nicht zerstören, da dadurch diese Schicht oben bleibt auf dem Cocktail. So. Jetzt nehmt ihr euch wieder euer Gästeglas. Den Löffel gebt ihr jetzt an den Rand des Glases und lasst das Wasser über die Rückseite des Löffels auf euren Cocktail. Und schon fertig ist euer Regenbogencocktail. Nun sind wir leider schon wieder am Ende unseres vierten Videos der Reihe Cocktails im Bürgerhaus. Schön, dass ihr mit dabei geblieben seid.
Wer Lust und Laune hat, das Bürgerhaus bietet immer mal wieder für Jugendliche und Kinder Kurse an, wo sie sich an der Bar ausprobieren können, an der Bürgerhausbar. Dazu findet ihr weitere Informationen auf der Seite der Stadt Munster im Bürgerhaus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr so schön mit dabei gewesen seid. Und macht's gut, bleibt gesund und viel Vergnügen beim Nachmachen. Tschüss!